Hallo meine Freunde, auch wieder hier mit der Let's Play Pepper Mario 2, die Legende von mir und Tor. Wir wollen mal die Mail lesen, damit das Gebimmel aufhört und die Vibration an meinem Controller. Mario, ich weiß jetzt, wo ich festgehalten werde. Ich bin auf dem Mond, der am Nachthimmel zu sehen ist. Und ich habe noch etwas Schlimmes erfahren. Um den Mond wieder zu bringen, wollen diese Gangster mich... Mond? Prinzessin Peach ist auf dem Mond? Moment, du müsstest das wissen, du warst da schon. Diese Mail hört mitten drin auf. Es wird ihr doch nicht zugestoßen sein? Nein, bestimmt nicht. Mich juckt es gerade irgendwie am Finger, warum auch immer. Ich glaube, ich habe eine kleine Blase, deshalb. Strange. Egal. So. Luigi. What the heck hast du dabei? Okay. Stell dir vor, der Wunder kommt was. Ich habe schon wieder einen Teil gefunden. Diesmal war ich bei den Ruinen von Kometen, des Kometenpalastes. Dieses Abenteuer war, wie soll ich sagen? Soll ich dir davon erzählen? Sei ja. Also, welche Geschichte soll ich dir, willst du dir anhören? Im Kometenpalast. Also, das ist eine lange Geschichte. Tief im Sargenwald findet ich endlich den Kometenpalast. Ich betrete die Ruinen und im Inneren ist es schneeweiß. Es ist fast so, als würde man durch den Weltraum schweben. In einem Zimmer sitzt ein Jüngling. Er scheint ganz allein zu sein. Und als ich mich ihm nähere, taucht plötzlich dieses Wesen auf. Das Wesen stellt sich mir vor. Creepy, so nennt es sich. Der Name des Jünglings lautet Windross. Er wartet darauf, von einem Besucher geweckt zu werden. Von einem Besucher, dem er seine Aufgabe übertragen kann. Ich fange an, mich nach dem Kompassteil umzusehen. Natürlich leise, ich will diesen Windross ja nicht wecken. Aber dann juckt auf einmal meine Nase und ich muss niesen. Und davon wacht dieser Windross dann auf. Er sieht mich an und er lächelt und dann beginnt er zu erzählen. Er erzählt mir viele Dinge, die ich bis dahin nicht wusste. Windross ist der letzte Überlebende des antiken Volkes. Der Mistralia, okay. Und er hat 1000 Jahre lang das Kompassteil bewacht. Strange, okay. Mit dem Wunderkompass aber kann man in die Zukunft sehen. Das Volk der Mistralien hat damals die Welt beherrscht. Mit der Macht des Wunderkompasses. Aber dafür traf die Mistralien auch der Fluch des Kompasses. Und so ging ihre gesamte Kultur unter. Windross aber zerbrach den Kompass in 7 Teile, um zu verhindern, dass sich so eine Tragödie noch einmal ereignet. Er selbst bewacht die ganze Zeit über eins der Kompassteile. Und die ganze Zeit wartete er darauf jemanden, der ihm erlösen würde. Dann gab mir Windross das Kompassteil und verschwand im Nebel. Und das Kompassteil zeigt mir den Weg zu meinem nächsten Ziel. Zum Zornturm weit im Norden. Das soll also mein Ziel sein. Ich spüre Eclairs Stimme stärker als je zuvor. Ich werde die Prinzessin befreien und dann... Entschuldige, ich habe mich wohl ein wenig aufgeregt. Jedenfalls kommen jetzt die Vorbereitungen zum letzten Kampf. Aber bin ich nach Rolin gekommen und hier bin ich jetzt. Ja. Sozusagen. Ich bin creepy. Was für eine Zukunft man wohl mit dem Kompass hat. Ich muss das unbedingt herausfinden. Also langsam glaube ich wirklich, dass Luigi doch ein relativ gutes Abenteuer erlebt. Auch wenn es etwas strange ist, aber okay. So. Wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück zum Dingens. Da gehen wir glaube ich hin. Ich hoffe, ich kenne den Weg noch einigermaßen. Ich verlaufe mich ja gerne mal in diesem verdammten Ruin. Zum Beispiel so. Muss ich hier einfach runter? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich fange jetzt wieder an, mich zu verlaufen. Immer tiefer. Ah, genau, jetzt bin ich hier. Gut, alles da. Ist mir nicht so. Da würde ich noch gucken, ob ich da irgendwas machen werde.
Weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt überhaupt. So komische Dungeon. Und wenn dann vielleicht nach dem LP. So. Dann wollen wir doch mal. Give me the power of the stars. So. Ah. Eins fehlt noch. Wo ist es denn, das letzte Sternwheel? Ich will mal tippen am Mond. Nur wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Wie kommt man von hier aus zum Mond? Yay, Special Effects. Und? Jo. Auf dem Mond. Geil. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch die Eiswelt. Das würde ich mal sagen, das letzte, wo wir hin müssen. Yes. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Yes. Oh, was soll das heißen? Ist das ein Sternjuwel? Das kann doch nicht sein. Auf dem Mond. Daher, dass hier die ganze Zeit Tag ist, haben wir sowieso ein Problem, da hinzukommen. Wenn das der Eintrag in der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternjuwel auf dem Mond? Prinzessin Peach ist doch auf dem Mond. Das Problem ist nur, wie kommt man zum Mond? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Aber... ja... ich kann versuchen herauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. Es kann allerdings etwas dauern. Komm bitte später wieder. Okay, was ist das da oben eigentlich? Da oben, das ist die Reihenfolge, in der, man im Versum Wunderwald in dem Baum. Ich habe eine Mail. Okay. In dem Baum was Dingens machen musste, oder nicht? Ja, was mache ich denn? Was tue ich hier? Da. Starty, ja, egal. Ich schnauze, alles cool, dass du meinen Doppelgänger entlarvt hast. Danke, gute Arbeit. Ist das in der. Dann für die Ausmachung, dann ist das. Okay, das ist ein Fehlerfall. Was ist da oben links? Für ein Zeichen dran. Okay, strange, gehen wir erstmal hier rein. So. Komm. So, ich kann zwei Leute aufstufen. Kraftgrusel mal. Jetzt Zuschlag, Ultrapanel greift alle Bodengegner zugleich an. Nebelwand schützt sie mal vor Attacken. Heldentrieb greift Nebelwand. Krine benutze ich irgendwie gar nicht. Machen wir Zorro. So. Irgendwo auf Wurs. Jetzt sowieso wahrscheinlich vom. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man ganz zum Schluss in das Leben runterschreiten muss. Und davor werde ich dann wahrscheinlich sowieso immer mal alles mögliche an Sidequests offscreen machen und ein bisschen leveln. Weil wir wollen ja nicht total unterlevel dahin gehen. Müsste ich direkt dann. Ja. Und machen Arona auch nochmal, weil sie die meisten HP hat, damit sie einfach noch mehr HP hat. Rangusaufus. Dann fehlen mir jetzt eigentlich nur noch 9. Ja, 9 Insignien. Dann habe ich auch da alle. Ich sagen muss es ja. Yay. Ist jetzt nicht großartig schwer, ist die zu finden. Okay. Ich habe echt immer. Ach ne, das war nur. Ich habe da oben irgendwas Blaues gesehen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann die Truhe einsammeln. Hier. Ah, war klar. Was haben wir denn da?
Rosttruhe und da drin ist ein neuer Hammer. Ein Ultrahammer erhalten. Geil. Okay. Hallo, ich bin Titania. Achso, herzlichen Glückwunsch. Damit ist die Angriffskraft des Hammers noch größer geworden. Außerdem kannst du jetzt das auch anders benutzen. Ja, genau, Spammer. Wenn du B drückst, dann drehst du. Jetzt. Was kannst du machen? Okay, das hatten wir aber schon mal. Schrei dich an. Yay. Super, du hast es toll gemacht. Möchtest du noch? Okay. Die Mutter einmal kannst du aus dieser Stelle. Ich wette, den mussten wir einsammeln, damit es jetzt weitergeht. Vielleicht kannst du den Ultrahammer auch im Kampf benutzen. Hm. Weißt du, es ist zu schade, aber es war vorerst unser letztes Treffen. Warte, Prinzessin Peach, viel Glück bei deinen Abenteuern. No. No. Das ist traurig. Deshalb haben wir alle Upgrades. Okay. Also entweder muss ich das jetzt einsammeln oder ich muss in die Katakomben. Da waren ja so ein paar Steine. Ich werde wegschlagen müssen. So, entweder müssen wir das Ding jetzt einsammeln oder ich muss halt in die Katakomben. Hallo du. Oh, er kommt genau richtig. Ja, ich wusste es. Ich habe etwas gefunden. Es ist eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. Geht nach Großforstheim. Dort gibt es einen großen Kanone, die ihr benutzen könnt. Und mit einer großen Kanone sollen wir zum Mond fliegen? Genaueres kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Großforstheim besucht hat. Sie sagen, dass mit dieser Kanone jeden Lebensort erreichen kann. Also auch den Mond. Und wo liegt Großforstheim? Da fällt mir gerade eine ganz... Oh Gott, in den Katakomben soll eine Röhre nach Großforstheim geben. Wenn man bei... Ich glaube, das war so. Das Zentrum Nintendo Europe oder Germany, ich glaube Europe sogar, liegt in Großostheim. Was ist das denn? Also haben die einfach nur ein FR dazu gepackt. Ah, der ist offensichtlich sehr gut versteckt. Nach meiner... Ja, den habe ich doch. Den Ultrahammer? Aber den haben wir doch gerade eben gefunden. Achso. Darauf wartet ihr denn noch? Worauf wartet ihr noch? Benutzt den Hammer und findet einen Weg nach Großforstheim. Sehr gut. Also gut, dann lass... Ja. Ach, noch eins. Die Bob-Bombs, die in Großforstheim leben, sind etwas mürrisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanone zu benutzen. Gebt also euer Bestes, findet den letzten Sternjubil. Oh, und viel Glück. Ja. Okay. Also Röhren suchen jetzt wieder. Ab in die Katakomben. Yes. Und wo waren denn die Steine? Irgendwo waren solche Steine, ich weiß noch nicht mehr wo. Barbara. Hi Barbara. Irgendwo unten, da hatte ich ja die ganzen Teleportationsräume. Da waren welche. Aber wohl noch. Hier waren die Teleportationsräume, ne? Ja, genau. Da waren da hinten noch. Genau. Geh weg. Du musst auf eine Truhe. Die Truhe befindet sich. Ein BP Plus Auen. Schon wieder. Hey. Jetzt bin ich da drauf. Perspektive. Ich liebe sie in diesem Spiel. So, einmal. Ich schätze mal, wir müssen weiter. Ich denke mal, das bringt uns in die anderen Gebiete. Aber schauen wir mal nach. So, einmal hier. Wo bringt mich das hin? Jo. Das bringt mich auf die Insel. Okay. Why not?
So. Bringt mich das andere hin? Was bringt mich? Es wäre so einfach gewesen. Es wäre so einfach gewesen. Verdammt. So. Bin ich hier? Okay. Drecksack. Oh, what? Das ist etwas sehr schnell. So. Nimm dies. Okay. Bombs. Und tot. Super. Wo kann denn jetzt hier noch eine Röhre sein? Jetzt bin ich ja wieder hier. Okay, da muss ich suchen. Ich habe keine Ahnung. Oder Moment. War da nicht ein Stein? Oh. Das wird lustig. Das wird ganz lustig. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt in den nächsten 4 Minuten zu finden. Ich habe einen Geistesblitz oder sonst was. Geh weg. Drecksack. Komm her. Mach ich fertig. So, jetzt möchte ich aber mal den Ultrahammer mal. Wow, das macht Schaden. Okay. Ach nö. Danke. Getroffen. Sternpunkte. Was war hier hinten drin? Hinten drin. Den Raum hatten wir schon. Da war ich schon mal drin. Moment. Wissen. Nee. Das sah gerade etwas komisch aus. Okay. Hi. So. Oder hat ein Superpilz nicht gut? Wie viel Schaden mache ich an dir mit dem Hammer? 5. The fuck. Okay. Bums. Okay. Bums. Ich glaube, ich bin leicht überpowered. 2. Lalalalalalalala. Warte mal, krieg ich hier gut Zeug. Oh, ich hab den Superpass gekriegt. Sehr gut. Wo könnte diese Röhre sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Oh, kommen wir mal hier da. Irgendwo muss ja die Röhre sein. Was ich eigentlich da? Hast du noch irgendwelche interessanten Orden für mich? Die Kraft Plus on wäre. Ja, nehmen wir die erstmal mit. Sammlerglück nach einem gewonnenen Kampf ist öfter Items. No, nehmen wir die Sparblüte. Hier habe ich schon einen, ne? Ganz klar im Kampf habe ich auch schon einen von. Oh, weiß ich nicht. Lass mal das mal weg. Was ist denn hier drin? Ich muss jetzt ein bisschen suchen. Bist du die Wahrsagerin? Brauche ich gerade nicht. Ist hier links was? Jetzt bin ich hier. So.
nicht noch einen Stein, den ich nicht kaputt kriegte? Jawohl. So. Okay, sind die Rollen einfach mal nebeneinander. Why not? Okay. Das passt doch. Sehr schön. Kapitel 7. Der Weg zum Mond. Okay, und damit würde ich mal sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Das wäre das Let's Play Peppermint. Zu den Dingen von mir und Tom. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.